Ich rede seit einer halben Ewigkeit, dass ich mein System mit einer Custom-Wasserkühlung ausstatten möchte, mit Soft-Tubing. Und heute ist es dann soweit, der Startzeitpunkt, wie ich das Ganze aufbaue. Und wir werden dieses Video hier, dieses Intro, wird es in verschiedene Videos jetzt schaffen. Und wir werden da einfach uns die einzelnen Elemente dann angucken, beziehungsweise einzelne Bausteine, damit wir da alles sauber abdecken können und ihr auch noch ein paar Infos rausbekommt, was ich für Schwierigkeiten hatte, beziehungsweise wie die Basis dann ist. Im heutigen Video gucken wir uns mal das Thema Corsair an und auch das Thema Commander Pro. Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video dazu gemacht, bezüglich den LL120 und dem entsprechenden Switch. Und heute gucken wir uns mal an, wie das mit dem Commander Pro dann funktioniert. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Hippies Tech Lab, wo wir uns heute einmal ganz kurz das Thema Corsair angucken, beziehungsweise den Corsair Commander. Ich hatte ja mal ein Video dazu gemacht über die LL120, beziehungsweise wie man die entsprechend, sage ich mal, dann an diesen USB-Hub dann anschließt. Im Video letzte Woche haben wir auch mal ganz kurz darüber gesprochen, dass wenn ich diesen RGB habe, diesen Lightning Node habe, kann ich ja hier die Lüfter anschließen, die RGB-Steuerung und dann entsprechend mit dem Verbindungskabel dann direkt ins Board gehen, wenn ich so einen Corsair-Anschluss auf dem Board eben verfügbar habe. Das heißt, ich brauche nicht dieses komische Kästchen, wo ich dann hier reingehe in diesen Stromversorger oder Controller besser gesagt und den dann über USB anschließe an das Board. Den brauche ich dann nicht, weil ich kann dann direkt von dem Node direkt auf mein Board dann gehen. Wusste ich nicht, als ich das erste Mal gemacht habe, dann habe ich dieses blöde Kästchen eingebaut. Mittlerweile würde ich es dann auch anders machen, weil ich bloß einen drin hatte. Da ich jetzt aber tatsächlich mindestens von zwei von diesen Nodes brauche, habe ich ein Problem, weil natürlich habe ich nur einen Anschluss für Corsair auf meinem Board dann drauf. Und ich hatte das in dem Video damals erwähnt, gibt es den Commander Pro, den habe ich hier. Den gucken wir uns heute mal eben an. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, ich habe ihn immer noch hier drin gelassen. Im Prinzip ist es ein unfassbar großes Teil, wie man sieht, also mal im Verhältnis gesehen, ja. Das ist der Lüfter hier und das ist der Commander Pro. Also wenn man das mal vergleicht, das ist schon ganz schön groß, das Teil. Es sind auch wieder Klebestreifen inkludiert, dass man das Teil festkleben kann. Und was ist jetzt die Idee hinter dem Commander Pro? Die Idee dahinter ist eigentlich, dass ich hergehe und dann die Möglichkeit habe, mehrere von diesen sage ich mal, Lightning Nodes anzuschließen, beziehungsweise auch zum Beispiel, also ist mir rausgeflogen, beziehungsweise auch die Corsair LED-Leisten, die man noch kaufen kann, die man praktisch ins Gehäuse reinkleben kann, die kann man dann hier direkt anschließen. So, prinzipiell ist es jetzt so, was haben wir? Wir haben eine USB-Stromversorgung hier, die wir anschließen können. Wir können hier auch Sensoren anschließen. Ich kann das hier vielleicht mal zeigen. Wir haben hier vier Anschlüsse für Sensoren. Das heißt, von Corsair kann ich auch entsprechende Sensoren kaufen, die Temperatur überwachen. Die kann ich dann irgendwo ins Gehäuse reinpacken und sehe praktisch in der Corsair-Software, wie ist die Temperatur. Wir haben zwei USB-Anschlüsse und dann haben wir entsprechend Lüfteranschlüsse hier gleich direkt. Das heißt, wir können hier sechs Lüfter anschließen. Das heißt, das sind dann wirklich die ganz normalen Lüfterkabel. Die können hier direkt dran. Das sind dann sechs Stück. Die kann ich hier anschließen. Das heißt, wenn ich auf dem Board nicht genügend Anschlüsse dafür habe, kann ich die da direkt draufpacken. Und dann haben wir die Möglichkeit, hier zwei von diesen LEDs dann anzuschließen. Das heißt, ich kann zwei von diesen Lightning Nodes kann ich nehmen, kann die hier direkt dann dran packen und dann habe ich praktisch den Vorteil, ich habe jetzt hier dann den LED-Anschluss von dem Lüfter, den kann ich hier in den Lightning Node anschließen. Der Lightning Node geht dann direkt an den Commander und am Commander kann ich wie gesagt bis zu sechs Lüfter anschließen, damit das alles dann sauber ist. Der Commander selber hat dann zwei Möglichkeiten, das heißt,
Ich kann jetzt hergehen und kann zum Beispiel dann, ich mache es hier eben mal auf, den Commander schließe ich einmal per SATA dann an den Strom an und einmal hier per USB kann ich den dann direkt ans Board dranhängen. So, warum sind hier jetzt USB-Anschlüsse drauf? USB-Anschlüsse sind hier deshalb drauf, weil ich kann dann hergehen, wenn ich einen zweiten Commander habe, kann ich den in Reihe schalten. Das heißt, ich kann den Commander hier direkt dran anschließen, den zweiten, beziehungsweise kann zwei Commander hier noch anschließen, kann die so in Reihe schalten dann. Ob das ehrlich gesagt sinnvoll ist, weiß ich nicht. Das Problem natürlich ist folgendermaßen, ich habe im letzten Video gesagt und in diesem Video sage ich es auch nochmal, ich habe 10 Corsair-Lüfter. Das heißt, ich habe 10 mal diese LL120 Lüfter. Das heißt, wer zählen kann, hat festgestellt, ich habe 6 Anschlüsse für Lüfter hier. Das heißt, es fehlen 4 Stück. Ist tatsächlich sehr spannend, weil ich weiß nicht, was ich mit den anderen rein machen werde. Ich glaube, die werde ich direkt ans Gehäuse dranhängen dann. Beziehungsweise werde ich vielleicht hier einfach so einen Hub dazwischen schalten, dass ich praktisch dann 3 Lüfter nehme, praktisch nur ein Kabel habe. Das heißt, ein Kabel hier rein, was dann 3 Lüfter gleichzeitig von der Geschwindigkeit steuert. Weil es macht zum Beispiel keinen Sinn jetzt, wenn ich, ich habe 3x3 für 3 Radiator und einmal seitlich dann den Outtake. Und es macht natürlich keinen Sinn, die Lüfter vom Radiator, wenn da 3 Lüfter dran sind, die unterschiedlich zu steuern. Die sollen natürlich alle gleich sein. Drum gibt es da eben dann ein Verbindungskabel, also Kabel hier rein für einen Lüfter. Und dann schließe ich alle 3 Lüfter einfach da direkt dran an. Dann habe ich damit kein Problem. Prinzipiell sollte man sich bewusst sein, dass es so ein bisschen was, ich spare mir natürlich dieses kleine Kästchen hier, weil das brauche ich nicht, weil ich kann den Lightning Node, wie gesagt, der hat die eigene Stromversorgung hier dann, der Lightning Node. Ich habe da natürlich den Lightning Node direkt in den Commander angeschlossen und das hat so ein bisschen den charmanten Vorteil, ich spare mir ein bisschen Kabel beziehungsweise ein bisschen Platz, weil ich nicht jeden Lightning Node einzeln mit Strom feuern muss, beziehungsweise kann ich hier auch 2 Lightning Nodes hier anschließen, dann hieran und kann die dann steuern. Bei dem Commander habe ich halt die Möglichkeit, ich kann es ein bisschen strukturierter noch machen. Was nur wichtig ist, was man beachten sollte, ist, in meinem Fall, ich habe jetzt zweimal so einen Hub, also zweimal, ich drehe es mal so rum, ich habe zweimal dieses kleine Kästchen hier. Und ich habe einmal dieses große Kästchen. Und das muss man natürlich entsprechend im Gehäuse irgendwo auch unterbringen dann. Das heißt, guckt hinten nach, auch wenn ihr SSDs habt, wenn ihr keine extra Laufwerkgeschächte habt, gibt es oftmals ja so Base hinten, wie bei meinem Gehäuse, wo ich das reinpacken kann. Die kann man natürlich oftmals abmachen. Man sollte sich nur überlegen, okay, SSD oder Festplattenschacht geht raus, wo packe ich denn dann die SSD hin? Weil ich brauche natürlich irgendwo, muss natürlich sowohl das hin als auch das dann. Ich kenne jetzt das OF Dynamic XL nicht, was ich mir geholt habe, weil ich einfach mehr Platz habe. Ich hoffe, da ist hinten auch mehr Platz drin. Aber so mal kurz das ganze Konstrukt hier, wie das dann bei Corsair ausschaut, beziehungsweise wie es mit dem Commander ist, wie das angeschlossen wird. Wie gesagt, ihr könnt hier dann direkt einfach nochmal 2 Sachen mit dazu nehmen. Ich gucke mal eben, ob hier sonst noch was in dieser Box dann drin ist, wenn wir gerade schon dabei sind. Was ist hier dabei? Das sind einzelne Kabel. Ach, die Sensoren sind hier dabei. Okay, relativ cool. Die Sensoren sind im Commander dabei. Das heißt, hier diese Sensoren, diese Kabel hier, die sind im Commander Pro mit dabei. Das heißt, diese Kabel schließe ich dann einfach an diese kleinen Anschlüsse hier an, hier vorne. Ja, was denke ich? Ich weiß gar nicht, das Problem ist, wenn man die Kamera stellt, nicht schnell genug scharf. Ich stecke den Sensor hier rein und dann kann ich praktisch das hier. Dieses Gelbe ist dann der Sensor, der dann die Temperatur misst. Dann kann ich das wunderbar auch verteilen in meinem System. Und wenn ich das richtig sehe, ist Corsair sogar clever, weil die ganz genau wissen, dass die Leute mehr Lüfter haben, als sie eigentlich als Anschlüsse auf dem Board ist. Hat Corsair hier dann schon die Kabel dazu gepackt? Kann das sein?
Nee, okay, es sind bloß Verlängerungskabel. Ich dachte, das sind jetzt Splitter schon, aber das sind einfach dann Lüfterverlängerungskabel. Es sind 3 Stück dabei, oder? Ne, es sind 4. Es sind 4 Verlängerungskabel dabei für die Lüftersteuerung dann. Das heißt, da habe ich gleich 4 Kabel mit dabei. Falls es zu kurz sein sollte, das Ganze, kann ich das hierüber auch wunderbar schön verlängern dann, wenn meine Lüfter irgendwie kreuz und quer sind. Das ist relativ cool. Schöner wäre es gewesen, wenn ein Y-Adapterkabel dabei gewesen wäre. Aber gut. Und dann haben wir hier noch was. Und das sind, glaube ich, die Verbindungskabel für den Lightning Node. Genau, das sind die... Kabel für die Verbindung zwischen Lightning Node und für den Commander dann. Das sind 2 Stück dabei. Ich frage mich, warum die hier dabei sind. Frage ich mich wirklich, weil natürlich habe ich bei diesem Hub hier, habe ich natürlich auch immer ein Kabel dabei. Also weiß ich nicht, warum das hier dabei ist, ehrlich gesagt. Aber ist ganz cool. Also die Kabel sind damit dabei. Das ist sehr schön. Falls man die mal verloren hat, vermute ich, kann man auf jeden Fall hier alles dann direkt dann anschließen. Wie gesagt, Sensoren sind auch dabei. Kann man gleich die Temperatur mit überwachen dann. Ich weiß gar nicht, ob ich die benutzen werde, ehrlich gesagt. Ich müsste mal gucken, wo ich die dann im Gehäuse tatsächlich hinbaue. Weil vielleicht kann man die so positionieren, dass man sie nicht sieht, aber dass man so einen Eindruck bekommt, wie ist denn beispielsweise die Temperaturverteilung. Also wo ist es wärmer, wo ist es kälter oder ist es alles relativ gleich. Finde ich ganz gut. Habe ich zwar mehr Kabel zu verlegen, aber vielleicht habe ich irgendeinen sinnvollen Use Case dann. Wie gesagt, Lüfterverlängerungskabel, Corsair-Anschlusskabel haben wir auch mit dabei. Und dann halt eben den ganzen Commander Pro da noch mit, plus das ganz andere Zeug. Und natürlich ein schönes Manual, wo halt viele Sachen dann letzten Endes dann noch drinstehen. Was man jetzt bloß mal gucken kann, ist bei dem Thema USB, sag ich mal, ob es da irgendwas Spezielles noch gibt. Aber ich glaube eher nicht. USB 440 mm. Ich glaube, da gibt es so nichts Spezielles mehr, was man dazu sagen kann. Ja, das war es eigentlich prinzipiell mit diesem Video. Da steht jetzt nichts Spezielles hier noch drin in dieser Anleitung, dass man da irgendwas speziell noch machen kann. Genau, Anschluss. Jo. Nee. Ach, das ist für die LED-Strips, kann man auch da direkt mit anschließen dann. Okay, sehr schön. Na, ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann ausgeht. Es steht zu den USB-Ports, nichts Spezielles da, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man die dann in Reihe schalten kann, den Commander, dass man nicht zu viele USB-Ports einfach verbrät, beziehungsweise auch, wenn ich jetzt diesen Hub hier zum Beispiel noch habe, weil ich nicht genügend Anschlüsse habe, wie auch immer, dann kann ich den einfach per USB auch direkt dann anschließen. Das heißt, ich kann auch dann hergehen, kann das auspacken, dann kann ich auch wirklich hergehen. Und kann jetzt sagen, keine Ahnung, ich habe jetzt dann meinen LED-Hub hier, also den hier. Das ist ein Riesenkabel, wie war. Na, geht raus. Den kann ich auch einfach dann hier dran anschließen. So, dann den per SATA noch mit Strom versorgen. Und dann kann ich auch einfach den USB-Controller hier, das Kabel hier reinstecken. Und das dann über den Commander direkt mit Strom dann versorgen. So, und das Kabel muss dann so rein. Und dann kann ich das auch so direkt anschließen. So, und dann sieht man schon, es ist mal wieder ein riesiges Kabelchaos. Aber wie gesagt, ich würde versuchen, diesen kleinen Node hier so obsolet wie möglich zu machen, damit ihr da keine Probleme habt. Ansonsten steht sonst nichts drin. Also so würde es vermutlich dann funktionieren. Ich würde es ehrlich gesagt so gar nicht testen wollen, weil tatsächlich aus meiner Sicht ist das relativ, ja, ich würde versuchen, das mit so wenig Geräten wie möglich zu machen, also ohne diesen zusätzlichen Stromadapter dann. Das war es dann auch für dieses Video dann. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Fragen, eure Meinungen noch in die Kommentare dann dazu.
Wenn man alles von Corsair, glaube ich, hat, wird es noch lustiger, glaube ich, also auch wenn man Wasserblock und so weiter dann hat. Hatte ich initial schon gesagt, warum ich es nicht genommen habe von Corsair, einfach weil ich mit dem Wasserblock also gerade für die GPU schlechte Reviews gesehen habe, dann dazu, dass das Wasser rausläuft, dann wird man oben ein bisschen Spannung draufbringen, das möchte ich natürlich vermeiden. Ansonsten könnt ihr gerne auch einen Daumen nach unten da lassen mit Feedback, was ich besser machen kann, soll, darf. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag auf jeden Fall und dann bis nächste Woche. Tschüss!